Adventskalender mit Backzutaten und dazu passenden Rezepten. Das werden wir heute mal ausprobieren. Heute gibt es Apfel-Marzipan-Crumble. Aber ohne Marzipan, weil ich hasse Marzipan. Dafür brauchen wir Äpfel, Sahne, Kokosblütenzucker, man kann schon doch ganz normalen Zucker nehmen, Zimt, Haferflocken, Mehl, Butter, Marzipan, wenn man Marzipan mögen würde, und Vanillezucker. Schritt 1. Äpfel schälen, entkernen und Würfel schneiden. Apfel in Würfel schneiden, check. Nächster Punkt. Sahne mit dem Kokosblütenzucker oder normalen Zucker, dem Zimt und den Äpfeln vermengen. Ich habe noch nie in meinem Leben Kokosblütenzucker benutzt. Boah, jetzt weiß ich auch warum. Riechen wie Zehnminis. Schritt 3. Haferflocken, Mehl, Butter und Vanillezucker zu Streuseln kneten. Streusel. Jetzt packen wir die Äpfel in eine feuerfeste Form und ballern die Streusel oben drüber. Ich habe irgendwie nichts Kleineres. Und das kommt jetzt für 20 bis 25 Minuten bei 150 Grad in den Ofen. So, und das ist jetzt der fertige Crumble. Sieht halt genauso aus wie vorm Backen, aber schmeckt bestimmt. Kann man machen.